Rob Bubble hat ein Jahr lang als YouTuber alle Placements angenommen. The Shadow, dankeschön, Bro. Rob Bubble, ein YouTuber, der im Gegensatz zu mir und vielen anderen wirklich sehr viel wissenschaftliche und journalistische Qualität an den Tag legt, meine Freunde. Monte kommt rein, es ist Monte. Es kommt Montana Black in Craft Attack rein, genau. Und hat ein Jahr lang alle Placements angenommen, die er angeboten bekommen hat. Das möchte ich mir unbedingt reinziehen, weil ich will wissen, wie viel er damit am Jahresende gemacht hat. 210.000 Abonnenten hat er, macht auf jedes Video so 130.000 Klicks, 130.000 bis 200.000 Aufrufe, so um den Dreh, 200.000, 300.000 Aufrufe, also auf jeden Fall sowas in dem Dreh. Davon released er im Monat jeweils immer, glaube ich, eins gefühlt, immer mal unregelmäßiger, mal regelmäßiger, je nachdem. Und wir können jetzt mal schätzen, was schätzt ihr, Chat, was hat er damit gemacht? Was hat er in einem Jahr damit verdient? Was glaubt ihr? Mit allen Placements schätze ich schon, also ich könnte mir schon vorstellen, bei der Größe 40.000 bis 70.000 Euro vielleicht, ich weiß es nicht. Kommt natürlich darauf an, ob er noch Placements auf Instagram und sowas mitgemacht hat, das weiß ich alles nicht. Aber ich denke mal, 40.000 Euro für so einen Dreh bestimmt. Schauen wir mal rein. Wenn man einen erfolgreichen Kanal auf YouTube hat, dann bekommt man gerne mal solche E-Mails. 200.000. Hey Rob Bubble, ich liebe es, einen anderen deutschen YouTube-Schöpfer zu sehen. Grisha, lass es. Ich komme aus Berlin. Mhm. Ach so. Ich suche Schöpfer, um eines unserer Kundenspiele Schöpfer gegen Bezahlung zu spielen. Wir haben angefangen, mit Nutaco-Spielen zu arbeiten. Sie können auf YouTube nach Nutaco suchen, zum Beispiel nach Videos. Was mache ich denn heute nur? Ich habe so viele von diesen, also mein Management macht das ja alles. Ich krieg so viele weirde Mails teilweise, Alter, wirklich. Auf YouTube? Ach, ich weiß, vielleicht Videos? Es ist ein animiertes Spiel für Erwachsene und hat Videos mit PewDiePie, Sweet Anita, MXR und so weiter gemacht. Achso. Die Website ist jetzt für YouTube sicher und unsere Agentur kann einen Teil im Voraus bezahlen. Willst du ein kostenpflichtiges Gameplay-Video machen? Beste Jennifer! Jennifer, Beste! Jennifer! Beste! Ja, das ist eine echte, seriöse Anfrage, die ich bekommen habe. Gucken wir mal in eine andere, echte E-Mail aus dem letzten Jahr. Guten Tag! Ich bin Franzi von der Marketingabteilung von Belle Chloe, der sich auf den Bereich der Damenprodukte spezialisiert hat und ein sich schnell entwickelndes Unternehmen ist. Okay. Unser Unternehmen war schon immer um ihr YouTube besorgt. Das bin ich ehrlich. Scheiße, ich auch. Ehrlich gesagt auch, so wenig Videos, wie ich hochlade. Ehrlich gesagt, wir finden ihn sehr stylisch. Oh. Voll wir nett. Sind der Meinung, dass ihr Video sehr lustig ist und den Menschen Freude bereiten kann und bei der breiten Öffentlichkeit sehr beliebt ist. Oh Gott, das ist die netteste Firma der Welt. Wir denken an... Da ist teilweise wirklich der größte Bullshit drin in diesen E-Mails, Alter. Also ehrlich, die schreiben... Schlimmer als der Google-Übersetzer es übersetzen würde. Also, dass sie sich für unsere magnetischen Wimpern interessieren werden, denn... Der ist ein Typ, der macht nichts mit Schmink-Content, aber ja. Unsere Wimpern die Augenhaut nicht verletzen. Es macht auch mehr Spaß. Okay. Ich habe tatsächlich mehr Spaß mit meinen Wimpern, wenn sie meine Augenhaut nicht verletzen. Ja. Also für mich ist das ein überzeugendes Argument. Was mich dann nicht so überzeugt hat, ist, dass in der nächsten E-Mail die nette Franzi aus Deutschland plötzlich Xingle Xu hieß. Ja, gut. Warte mal, wenn Franzi gar nicht Franzi heißt und auch gar nicht aus Deutschland kommt, ist dann alles eine Lüge? Ja. Hat sie vielleicht meine Videos noch nie gesehen? Und dann weiß sie ja auch gar nicht, ob ich wirklich stylisch bin. Doch. Dann nehme ich doch lieber die nächste Anfrage an. Der betreff Amazon Free WLAN Alexa Staubsaugerroboter. For you. Geil, endlich habe ich den auch einen Staubsauger, der nicht mehr saugt, wenn die klaut. Amazon Weep Outreach Breaks Wechsel sind doch. Down ist. Aber egal, die wollen mir einfach kostenlosen Staubsauger schicken. Weep, wahrscheinlich nicht Web, oder? Wem habe ich das denn zu verdanken? Saki Moon. Die E-Mail ist abgesendet worden von Saki Moon. Gute Tage, ich bin Alan von Amaray. Hey Leute, wünscht eurer Freundin, eurer Lebenspartnerin, eurer Ehefrau alle 30 Tage gute Tage, das ist ganz wichtig. Michel Cleaver, ich werde dich jetzt nicht... Namentlich Halsmaul. Warum heißt du das Saki Moon? Ich fand dein Video auf YouTubel sehr schön und professionell. Unser Produkt Staubsaugerroboter verkaufen wir bei Amazon. A900. Link, dass sie dieses Produkt auf Blog, News, Rank, Yotobe, Facebook, Twitter testen und ein Video erstellen alles, können, alles um es rein. Zu bestrafen. Was?
Ist dein Beutel schon wieder voll, du Schmutzfink? Oh. Mm. Ja, da merkt man, der kommt aus Berlin. Oder haben Sie andere Anforderungen? Wir wissen, dass Sie viele Fans haben, die solche Produkte gerne bewerten. Ja, ja. Beste Community, danke, dass ihr mir kostenlose Staubsaugerroboter ermöglicht. Ich habe einfach mal zurückgeschrieben. Jo, schick rüber. Vielen Dank für Ihre Antwort bald. Ja, Sie haben mehr als 200.000 Fans, die sehr nett sind. Sag ich ja. Beste alle nett, alle Community. Alle ich hoffe, Sie können bei unserem Amazon bestellen und uns eine 5-Sterne-Bewertung geben. Ich werde eine vollständige Rückerstattung von Euro 400 auf Ihr PayPal-Konto veranlassen, sobald wir das angeforderte, unabhängige Video erhalten haben. Es ist nicht unabhängig, es gibt 400 Euro dafür, das ist gekauft. Akzeptieren Sie das? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich Sucky Moon vertrauen sollte, dass ich mein Geld auch zurückbekomme. Zumal 400 Euro für ein Video halt sehr wenig sind, ne? Ich bewerbe mich für das kostenlose Produkt für das Video von Chef, brauche aber Zeit. Sie bestellen bei Amazon schneller. Ich habe natürlich nichts da bestellt, aber dann hat der Chef anscheinend meine 200.000 netten Fans gesehen. Tada! Die haben mir den einfach so geschickt. Mein erstes wirklich kostenloses Influencer-Produkt. Jetzt kann ich auch endlich unabhängige Tests geil für Blog News, Rank, Yotope, Facebook geil oder Twitter machen, wo geil auch mal ich Lust drauf habe. Geil. Verkaufsargument unter dem Video hinzufügen. 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam. Visueller Slam, so cool. Bitte den Videotitel als Amare A900 WLAN Alexa Saugroboter Staubsauger Roboter Roboter Staubsauger. Ja, machen wir. Ich dachte, das soll unabhängig sein. Und jetzt wollen die mir sogar vorschreiben, wie ich das Video zu nennen habe. Das wird doch nie jemand so machen. Oder? Ach, Digga, oh nein. Oh, das hat wirklich jemand gemacht. Das haben. Ach nein, Digga. Digga, ist der Handyman. Ja. Scheiße, ich dachte mal, das macht niemand. Testsieger TV, eine unabhängige Quelle. Okay, Alter, worum geht's heute? Was ihr euch bestimmt denken könnt, wenn man YouTube-Videos macht oder generell Junge Influencer oder Influencerin ist, kriegt man Geld täglich es geht E-Mails, um Geld, es geht E-Mails um Geld, es geht von irgendwelchen Geld Firmen, die irgendwas trinkt von dir Red Bull, es geht manche um Geld. Sind seriös. Geld, und schön, Geld, es geht, es geht um Geld. So lecker, Geld! Manche sind die 500. Anfrage für Raid Shadow Legends. Oder von NordVPN. Das heutige Video wird gesponsert von NordVPN. Ehrenmann. Ja was, ich habe ja gesagt, ich habe alle Placements angenommen. Wundert euch nicht, ja? NordVPN macht es möglich, dass man so tut, als... Jetzt kaufe ich es, sehr gut, Chat. Das ist wirklich ein Placement, Leute, glaubt's? Als würde man täglich gerade von einem anderen Ort das Internet benutzen. Ich kann so zum Beispiel auf Webseiten zugreifen, die für bestimmte Regionen gesperrt sind. Zum Beispiel Streaming-Angebote, die es ja vielleicht geil nur in den USA gibt. Man kann so auch bei... Eins in den Chat, wenn ihr alle Geld lebt. Scheiße, wenn ihr Geld liebt. Spielen auf Server anderer Länder zugreifen. Wie geil. Was manchmal echt einfach das Pentagon hacken. Praktisch ist, zum Beispiel für Mitternachtsreleases. So eine VPN kann auch dazu beitragen, dass man seinen Weg und seine Daten im Internet etwas mehr versteckt, indem es die Daten verschlüsselt und die IP-Adresse verbirgt. NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt. Ehrenhaft, dass er gesagt hat, kann und nicht verschlüsselt, weil es kann. Aber eigentlich hilft es nicht so sehr, ja. Funktioniert auf allen Geräten. Ich würde trotzdem Placement machen, NordVPN, ich brauche Geld, gib mir Geld. Auch auf dem Handy und ist mit bis zu 6 Geräten gleichzeitig nutzbar. Aktuell bekommt ihr es mit dem Code ROBBUBBLE und unter nordvpn.com/ROBBUBBLE ab 3,15 Euro pro Monat. Und aktuell kriegt man auch noch 4 Alter kostenlose Monate gratis dazu. Da außerdem muss man zuschlagen. Gibt es eine 30 Tage... Klick mal, ich habe mal ausgerechnet, der Warenwert zusammen ist ungefähr bei 850 Euro. In diesem Haufen Sachen gibt es ein Highlight. Es war die beste Anfrage meiner Influencer-Karriere von Tianqian Hua. Dir. Einfach nur dir. Our company sells sex toys at amazon.de. Geil. Can you post our product information? Specific fees we can negotiate. I hope my products can change people's sexual lifestyle, become happier. Geil. And Geld und Sex, wie geil. Oh, geil. Enjoy it all. Die wissen genau, was euch gefällt. Die stecken tief in meiner Zielgruppe drin. Und sie haben ihn wirklich diesen Wunsch. Alter, der Prostrite Massage 2. Das schön Prostata-Massage-Dildo. Der Prostrit.
prostrate heißt. Ich vermute, sie haben das englische Wort prostrate falsch geschrieben und hier oben drauf sind so Symbole. Blatt, Zahnrad, Teufelskreis, Windtunnel. Geil, der kann alles. Der kann Blatt, Zahnrad, Teufelskreis und Windtunnel. Ey, wie geil. Das, also da freut sich mein Arsch. Ich habe so ein bisschen Angst. Und laut der Produktbeschreibung auf Amazon hat dieser Dildo ABS. Nein, der hat Antiblockiersystem, der bremst. Geil. Also, was hat es mit all diesem seltsamen Zeug auf sich? Die beschäftigen sich offensichtlich nicht mit den Videos. Es ist ihnen auch offensichtlich völlig egal, ja, was für Sachen ich sonst mache. Sonst wüssten die ja, dass ich weder Produktvideos mache, noch dass ich Strumpfhosen trage, Frauenkleidung, dass ich keine Tattoos habe und auch keine semi-permanenten testen möchte. Auch nicht von einem Tattoo, auf dem angeblich dann Bad Girl steht. Oder halt Nummer 10 mit Chicken. Ich habe hier so diese Wimpern bekommen, wo sie offensichtlich Wake Up geschrieben haben. Die Marke heißt aber Make Up, also haben sie das einfach durchgestrichen. Ich habe eine Uhr bekommen, hier, schön in Gold, einfach so. Ja. Geile China-Schrott. Ein Handyhalter, Gummibärchen, die nach Apfelessig schmecken. Warum? Dieses fette Handy, was offensichtlich irgendwie unkaputtbar machbar sein soll. Und das ist aber geil. Und 4 random Smart-Glühbirnen. Das Creepige an dieser Box ist... Die hören zu, die Glühbirnen. Die senden nach China. Die haben mir vorher keine E-Mail geschrieben. Die haben, nachdem wir den anderen meine Adresse geschickt haben, irgendwann plötzlich auch das bekommen. Oh. Wahrscheinlich, weil ich irgendwo jetzt in der Datenbank stehe. Okay, aber warum machen die Unternehmen das? Eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass 90% der Produkte, die wir bekommen haben und auch der Leute, die sie uns geschickt haben, aus China stammen. Ich vermute, um damit im westlichen Markt Fuß zu fassen. Die haben allerdings kein Budget. Und den meisten Influencern und Influencerinnen ist so ein bisschen Prostata-Massage-Dildo nicht genug Bezahlung. Also ganz ehrlich, ich würde es machen. Für 2 würde ich es machen, Leute. Ich schenke einen noch meinem Bruder oder sowas oder meinem Vater zu Weihnachten, dann rein in die Olga. So richtiges Influencer-Marketing kostet mehrere Tausende. Tausende, Millionen, es kostet Millionen. Was redest du? Es sind Millionen, von denen wir hier reden. Tausende Euro, das können die sich nicht leisten. Und das finde ich unfair. Ja. Deswegen hat dieses Video ab jetzt Untertitel in Simplified Chinese. Ja, ich habe das Video übersetzen lassen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann als Gegenleistung für die kostenlosen Sachen. Dass die endlich mitgucken können, die offensichtlich noch nie ein Video von mir vorher angeguckt haben. Ich habe als ob die das schauen. Das Produkt unten verlinkt. Guckt es euch an. Helft netten Menschen, die doch nur in Deutschland ihren Prostata-Anal-Dildo promoten wollen, damit geil. Die Menschheit glücklich wird. Mist, jetzt wird das Video bestimmt entmonetarisiert, ne? Wenn wir Prostata-Dildo sagen. Egal, das Video kostet mich unendlich viel Geld, denn ich habe beschlossen, diese netten Menschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und einer wild fremden Person, die eine fremde Sprache spricht und auf einem anderen Kontinent wohnt, einfach ihr wertvolles Produkt geschickt haben, in Hoffnung, dass sie vielleicht Glück haben. Was hat er jetzt gemacht? Ein bisschen Influencer-Marketing bekommen. Diesen Menschen gebe ich etwas für ihr blindes Vertrauen zurück. 10.000 Euro. Was hoffentlich ihre kühnsten... Sind die Untertitel akkurat? Ich würde sagen, ja. Also ich kann das sehr gut verstehen, ja. Erwartungen übertrifft. Er hat einfach dafür ein Video gemacht. Wie geil, The Real Michel, danke. Digga, wie funny. Wie geil. Das ist Fashion. Oh, no. Oh, Digga. Ja, gut, das... Dank unserer patentierten Blatt... schwierig. Ich glaube, bestrafen, weil... Da müssen wir leider kurz raus. ...da nicht DSGVO-konform ist. Nicht zu der Amore A900 WLAN Alexa Saugroboter-Staubsauger. Roboter-Roboter-Staubsauger mit 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam. Digga, der hat alles am Boden liegen lassen. Er ist DSGVO-konform. Er kann sogar mehr Müll speichern als die meisten auf dem Markt. Kann dir sogar mehr Müll speichern als YouTube? ja, das kann er. Ja, den kaufe ich. Ich auch. Ich glaube, ich habe den sogar tatsächlich. Naja, ich glaube, den habe ich nicht. Wie geil der das einfach, der verteilt den Schmutz einfach geil in der Wohnung. Wie nice. Wie geil. Was für ein geiler Roboter, wirklich. Der ist ja so geil. Digga, den brauchen wir ja. Visueller Slam.
Geiles Video, Mann. Was kommt jetzt? Ich liebe meinen Saugroboter. Stopp. Stopp. Falsch. Er macht mich so schön. Warum ist da oben eine Kamera drin, Digga? Das ist doch von der chinesischen Regierung. Sauber. Putz mich. Oh mein Gott, die Saugkraft ist zu stark. Das saugt meine Wimpern weg. Keine Sorge. Wake up, make up. Endlich ist meine Augenhaut nicht mehr verletzt. Und es macht auch mehr Spaß. Wie geil. Wake up and make up. Liebe Unternehmen, die mir Produkte geschickt haben, ich hoffe, diese Werbespots haben ihre Erwartungen übertroffen. Ja. Die Unternehmen erwarten übrigens jetzt auch, dass ihr Produkte gerne bewertet. Haben sie ja gesagt. Ja. 200.000 nette Menschen, die Produkte gerne bewerten. Also. Was für ein Ehrenmann, Digga. Der gibt denn hier noch einen Boost, Junge. Wenn ihr Amazon-Bewertungen schreiben wollt, wie toll Rob Bubble ist und dass man ihm viele Produkte schicken soll, wird euch keiner aufhalten. Ich schulde Saki Moon ja auch noch eine 5-Sterne-Bewertung. Stimmt. Das muss ich ja machen. Hier. Ich möchte meinen Amore A900 WLAN Alexa Saugroboter, Staubsauger, Roboter, Roboterstaubsauger mit 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam bestrafen. 5 von 5 Sterne. Ah. Ich bin echt überrascht, wie einfach es war, all diese Sachen zu bekommen. Damit das auch so bleibt, habe ich zum Abschluss jetzt noch ein Werbevideo für mich aufgenommen. Okay. 亲爱的同胞们，我有一个来自德国的重要消息要告诉你 ，Rob Bubble 拥有20万个非常好的粉丝。 Digga, was für ein Baba-Video, was für ein Killer-Video einfach. 喜欢评论产品，他很时尚，他的视频也很漂亮，很专业。我知道你们之中有很多人都很关心他的YouTube， 但是通过向他发送免费产品，我们可以改变这一点。订阅 Rob Bubble。Timo Timsen, Dankeschön, geil. Sehr, sehr wildes Video. Checkt auf jeden Fall unbedingt mal bei Rob Bubble vorbei, Leute. Absoluter Ehrenmann, Digga. Starkes Video, wirklich. Sehr, sehr geil.